Hey Leute und willkommen zu meinem 41. YouTube-Video. Heute, wie ihr hier sehen könnt und wie ihr bereits im Titel gelesen habt, malen wir etwas mit Lila, Purple, Violet, Violett. Ich weiß nicht mehr Bezeichnungen. Die Challenge ist, dass ich ein Bild zeichne und jeden einzelnen dieser lilanen Stifte mindestens einmal benutzen muss bei dem Bild. Packen wir die zur Seite und fangen wir mit der Skizze an. Darf ich vorstellen, das ist André. Okay, weg. Und jetzt haben wir die Skizze. Es ist ein kleiner Waschbär, der durch so eine Baumöffnung durchguckt. Hier ist mir ein kleines Missgeschick passiert. Ups, ist nicht so schlimm. Lila zählt trotzdem. Ich habe einen Waschbär gemalt, weil ich Waschbären ganz gern habe, weil die irgendwie süß sind. Womit fangen wir denn jetzt am besten an? Mit welchem Stift? Ich würde sagen, mit etwas hellem. Ich habe das Gefühl, jeder einzelne lilane Stift sieht gleich aus. Ich nehme jetzt den hier. Ah, ich habe es schon wieder vergessen. Ich muss erstmal wegradieren. Mit dem Knet. Oh nein, oh nein. Knetradiergummi. So. Nicht zu viel. Letztes Mal habe ich zu viel weggemacht und da konnte ich kaum noch was erkennen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal hier oben so ein bisschen an. Hier ist es zwar auch dunkel, aber nicht ganz so dunkel wie ums Auge herum. Weil Waschbären tragen ja immer so eine Maske, ne? Irgendwie so eine Augenmaske. Das ist jetzt ein Cagandash Luminance. 112 ist die Nummer. Auch sehr tolle Stifte. Ich glaube, lila ist so eine Farbe. Da sind immer wenig von drin in so einen Sets. Und manche, also zum Beispiel diese Schulbuntstifte und so, diese 1-Euro-Buntstifte, die haben gar kein lila. Die denken, nee, man braucht kein Lila. Es geht auch ohne. Warum? Ist Lila irgendwie schwerer herzustellen als andere Farben? Warum gibt es so wenig Lila-Töne? Und schreibt mir mal in die Kommentare, welche Farbe ich als nächstes machen soll. Ich habe sogar diesmal meine Nägel in der Farbe lackiert. Fancy. Ich glaube, wir machen jetzt mal um die Augen herum mit einem dunklen... Ach komm, wir greifen einfach rein mit geschlossenen Augen und gucken, was wir haben. Oh, das ist ein bisschen zu viel. Machen wir nochmal nur ein paar. Okay, das ist besser. Was haben wir denn hier? Okay, der muss auf jeden Fall mal angespitzt werden. Der Rest ist... nichts davon ist so dunkel. Violett. Die Farbe heißt sogar einfach Violett. Okay, den nehmen wir jetzt erstmal auf jeden Fall. Die anderen packen wir mal hier oben hin. Jeden Stift, den ich einmal benutzt habe, lege ich hier auf die Seite. Weg. Nicht wegrollen. Und jetzt machen wir mal hier um die Augen herum. Diese Prismacolors und die Cagandash Luminance sind zu weich für Fell, habe ich immer das Gefühl gehabt. Was muss, das muss, da müssen wir jetzt durch. Ich mag Waschbären echt gern, die sind ganz kiebig, das sind kleine Diebe. Wenn ich mir einen Waschbären holen würde, als Haustier, dann wäre der so einer, der den ganzen Tag Molly ärgern würde und sie am Schwanz ziehen würde und so. Molly total nerven würde und Molly wäre irgendwann völlig angepisst und wird den ganzen Tag nur noch meckern und sagen, der muss jetzt nach Hause, ich habe keine Lust mehr. Ich glaube, das wäre ziemlich witzig, aber nicht für Molly. Hättet ihr gern einen Waschbären zu Hause? Oder ist euch das so anstrengend? Ich glaube, ich hätte gern einen für einen Nachmittag. Und ja, man darf sie natürlich nicht halten, aber es wäre witzig, oder? Es wäre doch witzig, wenn man so einen Waschbären einfach zu Hause hat. War das ein Zoo? Das war ein Wildpark. Da gab es Waschbären und ich habe durch den Zaun gegriffen. So mit einem Finger. Und dann hat der eine Waschbär meinen Finger gegriffen. Der hat meinen Finger gegriffen und die Finger waren so weich, so soft und nicht so... Oh, das war so süß. So, meinen Finger gepackt. Und so dann meine Hand geschüttelt und ich so, oh, hallo. Das war lustig. Den kleinen Waschbär werde ich nicht vergessen. Das war ein tolles Erlebnis im Wildpark. Aber ich war auch einmal beim Kuhkuscheln. Kuhkuscheln. Kurze Storytime jetzt. Ich erzähle euch mal, warum ich beim Kuhkuscheln war. Ich habe eine Doku auf Galileo dazu gesehen. Und da wurde gesagt, das ist halt sehr entspannt und es tut gut und die Kuh hat auch ihren Spaß. Und ich so, oh. Und dann habe ich das bei Google eingegeben, Kuhkuscheln in meiner Nähe. Und dann bin ich zu diesem Bauernhof hingefahren und habe mit der Laura gekuschelt. Also die Laura war tatsächlich eine ausgewachsene Kuh, ne? Das war jetzt nicht so eine kleine, oh, ein Kalb. Nein, es war eine ausgewachsene, riesige Kuh. Als ich näher gekommen bin, hatte ich übertrieben Angst. Ich dachte, okay, nein, Abbruch. Wir fahren einfach wieder nach Hause und wir tun so, als wenn das nie passiert wäre. Aber dann habe ich mich ein bisschen, also ich habe mich ein bisschen rangetraut, habe sie dann so ein bisschen gestreichelt und dann ging es auch. Also die war total nett, die hat nichts gemacht. Die war so lieb, die Kuschelkuh Laura. Würdet ihr mit einer Kuh kuscheln oder hättet ihr dann eher Angst? Ich hatte am Anfang echt Angst. Aber ich bin auch echt ein Stadtkind, muss ich dazu sagen. Ich habe noch nie eine Kuh vom Namen gesehen gehabt bis dahin. Voll vergessen. Jetzt nehmen wir mal den nächsten Stift. Oh, den mag ich jetzt schon nicht. Ein Sena Color ist das. Sena Color 2. Was diese 2 auch immer bedeuten soll. Oh, so schlecht ist der eigentlich gar. Ich weiß immer nicht mit diesem Sena Color. Ich weiß echt nicht. So, nächster Stift. Was ist da? Ich kann das nicht lesen hier hinten. Ich habe keine Ahnung. Was steht da? Also Marco, okay, aber was?
Ist das ein R? Ist das ein N? Was ist das? Ich weiß es nicht. Das ist schwarz-grau, so in echt. Und das ist halt komplett schwarz. Aber wie mache ich dieses Zwischending hier? Wie soll ich das machen? Ich brauche auf jeden Fall so ein richtig dunkles Lila. Also ein an schwarz rankommendes, richtig, richtig dunkles Lila, um hier richtig Tiefe reinzubekommen, weil so sieht das ja noch ein bisschen flach aus, ne? Das muss hier schon ein bisschen Tiefe kriegen, ne? Guckt euch mal diesen Stift hier an. Wie sieht der überhaupt aus? Was ist mit dem passiert? Ist er unter ein Auto geraten? So, ich habe den angespitzt. Das ist ein Prismacolor. Benutzen wir den mal für die dunklen Stellen, weil der heißt auch wirklich Dark Purple. Hoffentlich ist er auch dark. Nein, er ist überhaupt nicht dark. Er ist eher rot und nicht dark. Enttäuschung pur. So, okay, nächste Farbe. Ich mag die Farbe nicht. Jetzt nehmen wir wieder das von der Marke, wo ich keine Ahnung habe, wie sie heißt, weil ich es nicht lesen kann. Das. Eigentlich sind die mega gut. Ich habe keine Ahnung, woher ich sie habe, warum ich sie habe, seit wann ich sie habe. Ich weiß es nicht. Aber die sind gar nicht so schlecht. Was ist das denn jetzt? Mir ist schon ganz schwindelig. So viel habe ich gepustet. Damit ihr jetzt auch einen kleinen Fortschritt seht, machen wir jetzt mal einen Timelapse draus. Bis gleich, Leute. So, fertig. Doch langsam Zeit. Warum passiert mir das jedes einzelne Mal, dass ich einen Stift übersehe? Blueberry Blue. Das klingt aber nicht sehr lila. Das klingt nicht sehr lila. Benutzen wir den jetzt? Wir benutzen den jetzt nochmal schnell. Ich weiß nicht, ist das lila, ist das blau? Was ist das für ein Stift? Egal. Was jetzt noch übrig ist, ist der hier. Und ich habe keine Ahnung, wie ich damit vorgehen soll. Ich weiß es tatsächlich nicht. Was soll ich denn jetzt machen? Und was haltet ihr von dem Namen Willi der Waschbär? Willi oder Wolfgang? Schreibt mal ein paar Namensvorschläge wieder in die Kommentare. Es ist immer lustig, das zu lesen. Ich habe echt kreative Ideen, was das angeht. So. Was machen wir denn jetzt damit hier? Wir müssen den nur einmal kurz benutzen. Aber wo? Wir machen die Schnurrhaare. So, ein paar. Der andere Seite auch. Wo fangen die überhaupt an? Keine Ahnung. So, so, so. Und fertig ist er! Oh, ich habe schon wieder den Stift auf die Seite gelegt. Weg damit. Und jetzt unterschreiben wir das Ganze mal mit, ich glaube, Blindwein. Ja, es ist ein Polychromo. Wir geben einem Polychromo die Ehre. So, vielen lieben Dank, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Falls ihr es noch nicht getan habt, drückt auf Abonnieren, aktiviert die Glocke, folgt mir auf Social Media. Ich würde mich sehr darüber freuen. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss!